Jo Leute, und damit ein herzliches Willkommen auf meinem Video, meinem neuen Video. Ja, in diesem Video, wie vielleicht im Titel erwähnt, streike ich gegen die Straßen Österreichs. Denn überall, wo ich hier gerade gehe, könnte man rein hypothetisch einen Baum setzen. Ja, ich mache das Ganze mit meiner Handykamera. Da ich meine doofe Vlogging-Cam vergessen habe und die Handycam einfach ein bisschen besser ist, auch wenn es nicht so ausschaut. Ich habe es einfach satt, mit Fischei zu filmen. Das schaut am Ende dann immer vollkommen scheiße aus. Ja, wie ihr seht, ich gehe hier gerade auf der Straße. Neben mir wäre die Straßenbahn, da hinten wäre der Gehsteig. Ja, in der Nacht nützt das so oder so keiner. Und zwar wirklich kein Schwein. Was bedeutet, wir könnten hier überall ein paar Bäume mehr pflanzen. Was Nummer 1 gut für die Umwelt wäre. Nummer 2 würde es auch den Menschen gut tun. Warte, da kommt jetzt ein Auto. Wir wollen ja nicht den Verkehr stören. Aber trotzdem streiken wir gemeinsam gegen die Straßen. Ja, wenn ihr auch meiner Meinung seid und meint, dass Bäume mehr werden sollen, hier in Wien vor allem, manche andere Städte sind ja schon recht gebäumt, dann lässt ein Like da. Wir zeigen es der Stadt Wien, dass wir mehr Bäume wollen, dass wir mehr Umwelt wollen. Hey, cooler Rückspiegel. Nee, wir zeigen es einfach der Stadt Wien, dass wir mehr Bäume, mehr Umwelt, mehr alles haben wollen. Ich meine, was bringt es uns, dass wir so viele Straßen haben, wenn sie jetzt eh nicht genutzt werden? So gut wie nicht genutzt. Ich meine, man kann ja auch im Winter Fahrrad fahren. Es ist ja nicht so, als würde im Winter nur Eis da liegen. Man kann zur Not auch Schneesand heraufkippen. Also ich meine, wäre das alles Wald, dann hätten wir sicher schon um 0,1% mehr Sauerstoff, wenn nicht sogar viel, viel mehr, hier in Wien. Da hinten kommt ein Auto, das dritte Auto. Ja, oder zumindest nur eine Spur da lassen. Dann wäre die Welt ja schon fast perfekt. Ja, zu allernächst. Da schaut auch kein Auto. Kein Auto weit und breit. Seht ihr? Oh, es regt sowas von auf, wenn man in der Nacht, so, dass ich das auch mal rausgebracht habe, wenn man in der Nacht durch die Stadt herumspazieren geht und einfach drei Autos insgesamt fahren und sonst nichts. Wir können wieder auf der Straße gehen, weil nur so wenige Autos fahren. Ach, das riecht schon ein bisschen auf. Ich meine, wir könnten hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sicher über 20 Bäume hier in der Reihe, in den nächsten drei Häusern und Häuserblocks ungefähr. Also es ist, es regt manchmal auf zu sehen, wie asozial diese Welt manchmal ist. Vor allem zu euch selber seid ihr asozial. Ja, die Straßen müssen weg, die Straßen müssen weg. Okay. Mehr Bäume sollen gepflanzt werden. Mehr Bäume sollen gepflanzt werden. Nee, jetzt ernsthaft. Wieso baut man hier drei
Spuren hin. Insofern eine die Fahrradspur ist also eh schon eine gute Spur. Aber wieso baut man da zwei Spuren hin, wenn eh nur drei Autos in der Nacht fahren? Ja. Zu diesem Gesetz da, was sie da in Deutschland machen wollen, wegen diesen Schnelligkeitsbeschränkungsgesetz da. Ich finde es zu 99,5% gut, sage ich ehrlich. Aber als Autofahrer würde ich das nicht gut finden. Und wir können eigentlich wieder auf der Straße gehen, weil hier so oder so keine Autos fahren. Ne? Also, ja. Aber selbst wenn ich ein Auto hätte, würde ich doch mehr auf die Welt achten. Und loyal mir gegenüber zu sein, denn wir leben im Endeffekt daran länger und unsere Urgroßenkel werden dann auch länger leben können, weil wir einfach besser zu unserer Welt waren. Und deshalb, wenn wir besser zu unserer Welt sind, dann werden vielleicht auch, wir sogar ziemlich sicher, die Welt unserer Enkel besser werden. Ja. Ich weiß, ich höre mich vielleicht jetzt gerade vollkommen komisch an und so richtig wie ein Bio-Tanten-Typ. Onkel, Bio-Onkel, genau. Aber ich meine, es ist bedenklich, dass sich da Leute geben. Okay, vier Autos. Wow, da hinten kommt noch eins. Okay, warte, das sind jetzt sieben Autos innerhalb einer Viertelstunde geschätzt. Eigentlich sind es nur 10 Minuten gewesen, aber ja. Ja, kann man schon mal lassen. Ne? Nee, ganz ehrlich. Weniger Straßen, mehr Bäume. Ihr werdet mir viel helfen, das Video zu liken. Wenn ihr der gleichen Meinung bei eurer Stadt seid, bei eurem Land, lässt ein Doppel-Like da, nicht Spaß. Aber ich meine, teilt das Video mit euren Freunden. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao!